Glück auf, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen hier aus Freiburg aus der Rechtsanwaltskanzlei Eckert, Hänig, Sitz und Techner. Herzlich willkommen zu unserer Rechtsecke. Heute geht es um das Thema Konfliktfeld Fahrradfahrer, Fußgänger. Immer wieder gibt es ja gefahrenträchtige Situationen zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern zu beobachten. Das heißt, es gibt eine Grundkonstellation, der Fußgänger passt nicht auf und der Fahrradfahrer hält sich an keine Regeln. Dazu habe ich mich verabredet mit dem Fachanwalt für Verkehrsrecht, Udo Eckert. Herr Eckert, können Sie denn ein paar Grundregeln nennen, die für Fahrradfahrer und für Fußgänger gelten? Ja, allererste Maxime habe ich in einen kleinen Vers gefasst. Auch ganz ohne Führerschein halte ich die Regeln ein. Das ist so eine Sache, mit der viele Fahrradfahrer und Fußgänger nicht umgehen können. Die haben natürlich keinen Führerschein, ist ganz klar. Aber deswegen gibt es natürlich trotzdem eine Straßenverkehrsordnung, die sie einhalten müssen. Und man sollte sich eben gelegentlich auch mal darüber informieren. Offensichtlich reicht der bisherige Schulunterricht dazu nicht aus. Und es gibt eine zweite Grundregel, die auch für Fußgänger und für Radfahrer gilt. Das ist im Prinzip der Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung, nämlich aufmerksam und rücksichtsvoll. Und dann kann ganz viel an Unfällen und Schaden vermieden werden. Jetzt gibt ja dieses Verkehrszeichen, dass ich trotz Fußgängerweg auch mit meinem Rad auf diesem Fußgängerweg fahren darf. Stellt das ein großes Problem mittlerweile dar? Es ist ein kombinierter Fuß- und Radweg, so heißt diese Beschilderung. Und dort ist natürlich für alle Seiten eine besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit verlangt, aber natürlich insbesondere für den Fahrradfahrer, denn er ist das eigentliche, in Anführungszeichen, gefährliche Verkehrsmittel gegenüber dem Fußgänger, weil er natürlich den wesentlich größeren Schaden verursachen kann. Das heißt, der Fußgänger ist immer im Recht? Nein, das heißt es ganz und gar nicht. Die Fußgänger, das habe ich ja vorhin auch schon betont, haben natürlich genauso die Straßenverkehrsvorschriften zu beachten. Und gerade vorhin auf dem Weg in die Kanzlei ist wieder eine Fußgängerin bei Rot mit der größten Selbstverständlichkeit über die Straße gelaufen. Das kann natürlich auch nicht sein. Das ist genauso gefährlich und genauso rücksichtslos wie ein Fahrradfahrer, der mit 20 oder 25 km/h durch die Fußgängerzone rast. Das heißt, nur in dem Fall dieses Verkehrszeichens dürfen tatsächlich Fahrradfahrer auf dem Fußweg fahren. Ansonsten gilt Radfahrer auf die Straße, Fußgänger auf dem Fußweg, oder? Oder Fahrradfahrer auf den Radweg, der gesondert ausgeschildert ist, wenn einer vorhanden ist, ist natürlich am allergünstigsten die Konstellation. Also dieser Grundsatz ist tatsächlich so, alles was fährt, gehört auf die Straße und alles was läuft, gehört auf den Fußweg. Es gibt natürlich, wie immer, Ausnahmen von der Regel. Die eine ganz besondere Ausnahme gilt für kleine Kinder bis zu 8 Jahren. Die müssen den Fußweg benutzen und dazu gehört die Ausnahme, dass auch eine sogenannte Begleitperson, die mindestens 16 Jahre alt sein muss, auch auf dem Fußweg fahren darf, wenn dieses kleine Kind auf dem Fußweg fährt. Und es gibt noch die Ausnahme, dass Kinder bis 10 Jahre auf dem Fußweg fahren dürfen, aber nicht müssen. Alle anderen haben auf dem Fußweg als Fahrradfahrer nichts zu suchen. Herr Rechtsanwalt, warum betonen Sie das so? Ja, weil wir alle tagtäglich im allgemeinen Straßenverkehr das Gegenteil häufig erleben. Da fahren Fahrradfahrer regelmäßig auf den Fußwegen. Da werden Fußgängerampeln überfahren von Fahrradfahrern, da werden Fußgängerschutzwege von Fahrradfahrern benutzt und dergleichen mehr. Umgekehrt, genauso wie ich es vorhin schon erwähnt habe, Fußgänger gehen einfach bei Rot über die Straße oder machen andere gefährliche Dinge. Es geht ja nicht darum, die Fahrradfahrer zu verteufeln oder die Fußgänger zu beschimpfen. Es geht darum, dass sie sich selbst akut gefährden, dass also nicht der Autofahrer dann in aller Regel den Schaden davon trägt, sondern der Fahrradfahrer oder der Fußgänger. Davor müssen wir die Leute schützen und deshalb müssen sie sich einfach regelkonform verhalten. Eine andere, ich sage mal, Risikoquelle ist ja der Fußgängerüberweg. Sie sagten mir im Vorgespräch, da haben Sie selber etwas erlebt. Ja, genau. Mir ist selbst widerfahren, dass ich also an so einem Fußgängerüberweg halte, weil dort ein Fußgänger rüberlaufen will, pflichtgemäß, dass ich das gehört. Und da fährt dann eben plötzlich rechts an meinem Auto vorbei ein Fahrradfahrer über den Weg. Der konnte den Fußgänger gar nicht sehen und hätte ihn also fast aufgegabelt. Das ist nochmal mit einem blauen Auge gut gegangen. Aber solche Situationen sind eben absolut unverantwortlich. Auch der Fahrradfahrer hat die Pflicht zu gucken und hat dem Fußgänger die Vorfahrt zu gewähren auf diesem Überweg. Und das Gleiche gilt für die ampelgeregelten Fußgängerüberwege. Da kann ich also auch nicht einfach mit dem Fahrrad bei Grün oder Rot, ganz egal, rüberfahren, weil ich dann die rechts abbiegenden Fahrzeuge möglicherweise nicht einkalkuliere, die nicht damit rechnen müssen, dass da plötzlich ein Fahrradfahrer von irgendwoher über den Fußgängerweg angeschossen kommt. Herr Rechtsanwalt, wo sehen Sie die besonderen Gefahren für die Radfahrer? Ja, einmal an ihrer Eigenverletzung. Das ist ja schon mal ganz klar, wenn ich mit dem Auto als Fahrradfahrer kollidiere, weil ich auf dem Fußgängerüberweg rüberfahre, während der rechts abbiegen will, dann hat ganz eindeutig der Fahrradfahrer die schlechteren Karten. Und es kommt hinzu,
Das ist die andere Seite der Medaille. Wenn der Fahrradfahrer irgendeinen Fußgänger über den Haufen fährt, dann kann er ganz schnell in ganz akute finanzielle Nöte geraten, ganz abgesehen von seinem eigenen kaputten Fahrrad, ist, was dann nicht so wichtig ist. Aber er kann zum Beispiel bei einer erheblichen Verletzung des Fußgängers zu lebenslangen Rentenzahlungen an diesen Fußgänger verpflichtet sein. Und da ist es ganz egal, ob er jetzt schon Geld hat. Das kann auch in 30 Jahren noch so sein. Herr Rechtsanwalt, toi toi toi, es soll nicht vorkommen, aber es kommt ja vor, es passieren ja Unfälle. Wer ist denn im Schadenfall zuständig? Denn der Fahrradfahrer, der hat ja keine Kfz-Haftpflichtversicherung. Also zunächst mal haftet immer der Schadenverursacher, also in dem Falle dann der Fahrradfahrer, wenn er den Unfall verursacht hat. Und wir als Anwälte mahnen schon gebetsmühlenartig, dass jeder, der ein Fahrrad benutzt, auch eine private Haftpflichtversicherung haben muss, weil eben ab 10 Jahre praktisch eine Haftung eintritt. Kinder unter 10 Jahren haften natürlich nicht. Aber selbst dann müssen wir darauf verweisen, dass tunlichst auch die Eltern eine private Haftpflichtversicherung haben müssen, weil ja möglicherweise auch der Vorwurf der verletzten Aufsichtspflicht erhoben werden kann. Und dann haften eben die Eltern für den Schaden, den das Kind, das eigentlich nicht haftet, verursacht hat. Und deshalb kann es gar nicht anders sein. Und es kann man jedem nur dringendst anraten, sich unbedingt eine private Haftpflichtversicherung zu beschaffen, wenn man mit als Fahrradfahrer und selbst auch als Fußgänger im Straßenverkehr kann man Schäden verursachen durch fehlerhaftes Verhalten, wenn man also im Straßenverkehr teilnimmt. Das ist also leider noch keine Selbstverständlichkeit. Herr Eckert, Sie hatten vorhin Geschwindigkeit schon angesprochen. Wie sieht es damit aus? Die Fahrradfahrer, die kann man ja nicht blitzen. Ist das tatsächlich so? Ja, rein theoretisch kann man natürlich auch Fahrradfahrer blitzen, denn sie sind ja ein Fahrzeug und wenn sie sich in diesem Sichtfeld des Fotoapparates bewegen, dann kann der natürlich auch geblitzt werden. Die Frage ist dann bloß die Identitätsfeststellung. Wenn das aber zum Beispiel so ein ganz notorischer Verkehrsraudi ist, den die Verkehrsbehörde schon kennt und mit Personalien entsprechend auch schon festgehalten hat und er dann eindeutig zu identifizieren ist, dann kann er auch drankommen. Und das sollte man nicht vergessen, wenn der sogar noch einen Führerschein besitzt, dann kann er sogar unter Umständen auch den Führerschein entzogen bekommen. Herr Eckert, Sie hatten die Geschwindigkeit schon angesprochen. Auch in Freiberg haben wir ja eine Fußgängerzone, aber ich bin mir sicher, da fahren viele eigentlich zu schnell, oder? Ja, in der Fußgängerzone, wie der Name schon sagt, hat der Fußgänger Vorrecht. Das heißt, als jegliches Fahrzeug hat Schrittgeschwindigkeit maximal zu fahren. Das sind 5 km/h. Das fällt manchem Fahrradfahrer schon schwer, das überhaupt einzuhalten. Aber jedenfalls müssen sie es einhalten. Wenn sie schneller fahren, dann riskieren sie, für den Unfall zur Verantwortung gezogen zu werden. Herr Rechtsanwalt, Ihr Fazit, was empfehlen Sie unseren Zuschauern? Ja, wie gesagt, ganz dringend, die Haftpflichtversicherung ist immer wieder zu betonen, aber man sollte vielleicht auch mal in der Politik nachdenken, ob man nicht irgendwie mal eine gewisse Fahrschulung, nicht zu sagen eine Führerscheinpflicht für Fahrradfahrer und insbesondere auch jüngere Fahrradfahrer einführt. Da wäre zum Beispiel die Schule möglicherweise in die Pflicht zu nehmen, dort ordentliche Ausbildung anzubieten. Vielen Dank, Herr Eckert, für diese vielen Informationen. Und haben Sie weitere Fragen zum Thema Verkehrsrecht, dann sind Sie hier bei Herrn Eckert mit Sicherheit gut aufgehoben. Haben Sie weitere Fragen zum Recht, dann können Sie die uns gerne zukommen lassen, gerne per E-Mail unter info@kanal9-erzgebirge.de oder an unsere neue Adresse am Goldbachtal 4 in Branderbesdorf.